Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn
Da! Ist da jemand? Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Trau dich doch! Du bist geliefert! Hast recht die Knie bekommen, was? Verdammt! Seid vorsichtig! Mehr hast du nicht drauf? Verflucht! Du bist tot. Ugh!
Verdammt! Ich bin hier drüben!
Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Kurva! Fotze! Komm her, du Weichei!
Ja! Ja! Ja. Gelobt sei Jesus Christus. Yeah.